Mit Prignolia bringen wir ein Diagnosegerät in die Schwangerschaftsuntersuchung, um das Frühgeburtsrisiko zuverlässig zu erkennen und die Frühgeburt somit zu verhindern. Mein Name ist Sabrina Badir. Während meiner Doktorarbeit an der ETH am Institut für Mechanische Systeme haben wir die ersten Prototypen des Prignolia-Geräts gebaut und in der Klinik getestet. Zusammen mit Francisco und Annette arbeiten wir nun daran, dass das Gerät ab 2018 kommerziell erhältlich ist. Ich heiße Annette Burggraf, ich bin Chemikerin und habe langjährige Erfahrung in der Pharma- und Medizintechnik, zum Beispiel Novartis. Bei Prignolia bin ich jetzt für die Soft-Cervix-Studie verantwortlich, weil ich die Expertise habe, die Studien von A bis Z fristgerecht durchzuführen. Hallo, ich bin Francis Delgado. Ich bin Physiker und Medizinaltechnik-Ingenieur. Während meinem Doktorat am MIT in den USA habe ich verschiedene Präzisionsinstrumente für biomedizinische Anwendungen entwickelt. Meine Rolle jetzt in Prignolia ist, unser Forschungsgerät in ein kommerzielles Gerät überzuführen.